Es folgt Tobias Rafnica. Er ist ein Allround-Talent. Im Jahr 2003 holte er sich, zusammen übrigens mit Fabian König, den wir später auch noch hören werden, und Michael Huhn, dem Bruder von Alexander Huhn, sowie Steffen Hennig, den ersten Preis im Quartett. Als Solist wurde er in der Altersgruppe 3 schon damals Dritter. Im Jahr 2006 wurde er dann zum ersten Mal Erstpreisträger und auch gestern Abend konnte er wieder, ich denke, alles bedingt vielleicht zum letzten Mal, den begehrten ersten Preis mit nach Hause nehmen. Im gleichen Jahr, 2009, wurde er Bundessieger bei Jugendmusiziert im Fach Bariton. Nee, Quatsch, 2006 war das Bariton. Im Jahr 2009 wiederholte er seinen Erfolg, diesmal mit der Tuba. Nach dem Unterricht an der Musikschule Miltenberg fährt er einmal in der Woche als Jungstudent an die Hochschule für Musik und studiert dort bei Professor Nordblom. Bald hat er seine Aufnahmeprüfungen zum Studium. Im Moment spielt er im Bayerischen Jugendblasorchester und heute Abend bei uns. Viel Vergnügen!